Anja Time. Hallo, schön, dass ihr da seid. Nicht, dass ihr denkt, ich halte jetzt nur noch Folienvorträge hier in der Anja Time, aber ich glaube, es ist ganz gut, um das möglichst kompakt hier mal zu formulieren, was ich denke, was die nächsten Phasen sein müssten, und zwar aus einer Außenperspektive, nicht so sehr involviert in dem schulischen Geschehen. Gleichwohl sehe ich ja, weil ich das bildungspolitisch verfolge, was da draußen los ist und was wie Schüler, Eltern, Lehrer teilweise verzweifelt suchen nach Wegen, wie sie in dieser Corona-Zeit jetzt überleben können, ihrem Bildungsauftrag auch gerecht werden können und ja auch die Kinder ja auch vorbereiten wollen für das zukünftige Leben. Und da gibt es einige Herausforderungen und ich denke, die werden auch noch an der einen oder anderen Stelle unterschätzt, in welcher Phase wir uns eigentlich hier befinden. Nachdem mein erster Beitrag in diesem Kontext, weil ich auch da gesehen hatte, dass so viele Einrichtungen am Holpern sind, am Stolpern sind, der ist extrem gut angenommen worden und hat offenbar auch vielen weitergeholfen. Ist auch schön zu sehen, dass die nicht so sehr diese Technikfixierung da Raum gegriffen hat, sondern eher dieses kollaborative Arbeiten im Kollegium. Und man kann auch beobachten auf Twitter oder in den sonstigen sozialen Netzwerken oder auch in Unterhaltungen, Gesprächen, dass die Schulen, die kollaborativ arbeiten oder die Bildungseinrichtungen, die kollaborativ arbeiten, dass die viel besser gewappnet sind und sich viel besser und schneller aufgestellt haben für diese Zeit und insofern jetzt auch kaum Probleme haben in dem Übergang zu Phase 2, in der wir uns befinden. Mein Beitrag, wer ihn also lesen will, kann ihn lesen. Es gibt ihn aber auch in multimedialer Art. Matthias Klohn hat sich dem angenommen und es ist auch wirklich sehr schön geworden. So, also um das zu rekapitulieren, in welcher Phase wir uns befinden. Phase 1 war, also die Schule geht plötzlich online, von jetzt auf gleich, mehr oder weniger übers Wochenende. Und alle waren überfordert, größtenteils, die meisten. Und es gibt hier eine Befragung, die werdet ihr vielleicht auch schon kennen, vom Deutschen Schulportal, wie die Lehrer selber das so eingeschätzt haben. Also 66% der Lehrkräfte fanden, dass sie überhaupt nicht gut darauf vorbereitet sind, auf diese Phase. Strukturiert sich dann unterschiedlich, je nach Schultypus. Entsprechend wurde dann auch die Kommunikation weitestgehend über E-Mail geführt, größtenteils auch über die Eltern, die das dann verteilen müssen. Erstaunlich finde ich, dass nur 79% der Lehrkräfte immer zur Verfügung stehen für ihre Schüler. Ich frage mich, was die anderen 21% machen. Aber anyway, ihr werdet das wahrscheinlich auch im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis mitbekommen haben, dass vor allen Dingen die Aufgabenblätter hier so durch die Lande gezogen wurden und verschickt wurden. Und das ist natürlich nicht das Optimum. Aber ich denke, dass sich trotzdem viele bemüht haben, da auch mit unterschiedlichen Formaten im Grunde Unterstützung zu leisten. Aber nicht alle. Und das ist auch eigentlich nicht zu akzeptieren in meinen Augen. Blick aus Lettland, das kam jetzt gerade auf, welche Erfahrungen dort die unterschiedlichen Player in der Schule gemacht haben. Und die haben sehr viele befragt, nämlich 23.000 Schüler, 27.000 Eltern und fast 10.000 Lehrende. Und was sie, und das finde ich ganz schön, wozu sie befragt haben, ist halt so, zum einen, wie haben Sie sichergestellt, dass das Wissen wirklich vermittelt wird? Dann, wie haben Sie es geschafft, eine Community aufzubauen innerhalb der Schule, also inklusive der Eltern? Und wie haben Sie es geschafft, dass alle sich wohlfühlen irgendwie und sich sicher fühlen? Das war im Grunde das, was Sie hier befragt haben. Und interessant sind die Ergebnisse insofern, weil die Lehrer sind schon der Ansicht größtenteils, dass das ganz gut hingehauen hat und nur 1% findet es ganz schwach. Dann bei den Eltern sind die auch größtenteils sehr zufrieden und nur 12%, also ich finde das eigentlich ganz okay, sind überhaupt nicht zufrieden. Und bei den Schülern überwiegt eigentlich auch die Erfahrung, die positive, die negative sind nur bei 11%. Also das kann man ja auch überall verfolgen, wenn man so mit unterschiedlichen Personen spricht und unterschiedlichen Eltern, dass manche Schüler kommen extrem gut mit der Situation klar, besser als vorher, fühlen sich autark, selbstbestimmt, können das in ihrem eigenen Tempo arbeiten, sind glücklich, wollen überhaupt gar nicht mehr zurück in die Schule, und die anderen
Dann gibt es halt welche, die überhaupt nicht damit klarkommen. Und dann die, die man eigentlich gar nicht, von denen man eigentlich nichts hört, aber von denen man ja vermuten kann, dass sie keine Unterstützung zu Hause bekommen und große Schwierigkeiten haben. Die haben auch schon Schwierigkeiten, wenn sie in der Schule sind und jetzt per Remote sind sie kaum noch zu erreichen. Das sind diese unterschiedlichen Typen, über die man sprechen muss und die man im Hinterkopf haben muss. Interessant fand ich hier in dieser lettischen Untersuchung, dass je mehr und je häufiger die Schule kommunizierte mit den Eltern, mit den Schülern, desto zufriedener sind sie auch mit diesem. Und so klarer fanden sie auch dann dieses Auftreten der Schule. Wie seltener sie eigentlich, wenn sie nur einmal, weniger als einmal die Woche mit den Eltern kommunizierten, desto unklarer war denen natürlich auch, was da jetzt passiert und wie sie unterstützen können. Das ist ein Phänomen, was mir jetzt mehrfach begegnet ist in unterschiedlichen Ländern, weil die Eltern natürlich auch sehr viel Zeit investieren müssen. Je jünger die Kinder sind, desto mehr Zeit müssen sie investieren. Je älter die werden, desto weniger Bedarf ist da auf Seiten der Eltern. Das ist ein ganz großes Problem, glaube ich, die Elternkommunikation. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie in Deutschland wirklich so optimal verläuft, wie sie laufen könnte. Und je mehr natürlich auch die Schüler, je mehr Unterstützung sie seitens der Eltern bekommen, desto positiver reagieren sie auch auf dieses Remote Learning. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Was ich interessant fand, dass bei den Negativen eigentlich nur die, die eigentlich nie Unterstützung bekommen haben von ihren Eltern, das extrem negativ sehen oder verhältnismäßig extrem negativ sehen, diese ganze Situation. So, nichtsdestotrotz befinden wir uns jetzt in der Phase 2, nämlich dass es leichte Schulöffnungen geben soll und jetzt auch gibt. Es zeichnet sich ja bereits ab, dass die Lehrer vermutlich jetzt irgendwie von Montag bis Samstag mehr oder weniger immer in der Schule sein müssen, zumindest die, die da hingehen können. Das sind ungefähr 2/3 der Lehrer, die in die Schule gehen können, 1/3 zählt zu den Risikogruppen. Und die Schüler gehen alternierend den einen oder anderen Tag dann dorthin. Wenn man sich dann die so mal so einen Schulplan anschaut, dann wechseln sich also die Schüler ab. Einmal ist die eine Gruppe da, einmal die andere. Wenn man dann sich dann, wie gesagt, 1/3 der Lehrer sind zur Risikogruppe, die sitzen also auch zu Hause und könnten eigentlich von dort aus auch den Unterricht ja mit unterstützen. Und dann haben wir auch noch, und das müssen wir uns auch vergegenwärtigen, auch jede Menge Schüler, die vielleicht entweder nicht kommen wollen, weil sie Angst haben oder weil sie krank sind oder weil sie auch selber in ihrem eigenen Haushalt Risikogruppen haben. Also es gibt diese unterschiedlichen Szenarien, die wir uns vor Augen halten müssen. Und dann gibt es ja den Fall, dass vielleicht auch mal ein Corona-Effekt in der Schule existiert und alle in Quarantäne müssen und dann sitzen auf einmal alle im Homeoffice. Das sind also jetzt sehr unterschiedliche Szenarien, die eigentlich mehr oder weniger jetzt die nächste Zeit immer wieder aufkommen können. Und das geht mal so und mal so. Also das wird immer wieder variieren und damit muss man umgehen. Also es wird keine neue Stabilität in der Form geben. Und insofern müssen wir uns eigentlich darauf vorbereiten, auf diese Phase 3, nämlich mit diesen wechselnden Zuständen mehr oder weniger auf Dauer umgehen zu können, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Schulen vielleicht auch nach dem Sommerferien nicht öffnen. Das wollen auch viele nicht wahrhaben, aber es könnte sehr gut sein und es wird wahrscheinlich so sein, dass die Schulen halt einfach in eine neue Phase kommen, in der es nicht möglich sein wird, dauerhaft wirklich in dem alten Format Schule zu betreiben. Das heißt, man muss sich was Neues überlegen, wie man mit diesen unterschiedlichen Situationen, die immer wieder aufkommen können, umgehen will. Und wir hatten uns dann mal überlegt, ja, wie würden wir das denn jetzt so organisieren? Und zwar gar nicht, auch das wieder sehr pragmatisch, nicht unter dem Gesichtspunkt, wie wir uns das gerne wünschen. Dann würde ich nämlich grundsätzlich mal überlegen, ob überhaupt das mit den Schulen, wie man das irgendwie vielleicht auch anders organisieren könnte. Aber wir nehmen jetzt mal den Status quo, so wie er ist, und versuchen das Beste daraus zu machen, weil jetzt befinden Sie sich ja in dieser Krise. Das heißt also, Sie haben einen Teil, haben Sie jetzt in der Schule von den Schülern und ein anderer Teil sitzt zu Hause. Wir haben Lehrer, die vor Ort sein können und wir haben Lehrer, die zu Hause sind. Und wie könnte man denn das jetzt organisieren, sodass da auch irgendwann mal vielleicht wieder ein
Fortschritt entsteht und auch ein sozialer Zusammenhalt zwischen allen. Also wir müssen halt unterscheiden, einmal die Wissensvermittlung und einmal die soziale Beziehung, die Schule ja auch bedeutet, zwischen den verschiedenen Playern. So, und wenn man idealtypisch, würde man jetzt sagen, okay, wir statten die Schulen jetzt alle aus irgendwie mit Lautsprechern, Wi-Fi und Mikrofon und Kamera, sodass der Schulunterricht, der jetzt da vor Ort erfolgt, der auch sehr fatalerweise rein frontal da ja erfolgen soll offenbar, aber dass auf jeden Fall das, was in diesem Klassenraum geschieht, aufgezeichnet wird und andere, die zu Hause sind, im Grunde daran auch teilhaben können. Das wäre, glaube ich, ein sehr erstrebenswertes Ziel. Und insofern müsste man eigentlich so eine Art Archiv anlegen von diesen Sachen, was in der Schule geschieht, sodass die da abrufbar sind. Das muss ja nicht für alle Ewigkeiten da in dem geschlossenen Archiv verfügbar sein, sondern sagen wir mal von der letzten Woche oder im letzten Monat. Dann kann man das ergänzen um Erklärfilme von entweder den Lehrenden selber oder von denen, die im Netz eh schon verfügbar sind. Da kann man die Aufgabensammlungen bündeln, da kann man einen Kommunikationsbereich einrichten für die Eltern, da kann man den Stundenplan, den aktuellen und so weiter. Also, und dann kann man Tandems bilden zwischen denen, die zwischen den unterschiedlichen Gruppen, die also die einen, die in der Schule sind und die außerhalb der Schule sind, sodass die sich als Team sozusagen verstehen. Und die können im Grunde von außerhalb über diesen Digital Twin auf dieses Archiv zugreifen. Das wird dann supported von den Lehrern, die zu Hause sind. Das wäre so idealtypisch das Szenario, wie ich mir das so vorstelle oder wir uns hier das bei Fräulein Flo überlegt haben, wie es aussehen könnte. Dann kann man das ja auch noch ein bisschen kreativ ergänzen, nämlich die, die jetzt im Moment kein Internet zu Hause haben und auch kein Zugangsgerät oder zu enge Behausungen oder wie auch immer oder die auch gerne mal raus müssen oder raus wollen aus diesem familiären Kontext. Das Gymnasium Hasewinkel, das hat Die haben ein ganz schönes Modell da entwickelt, wie sie, das hier war jetzt erstmal ihr Distance Learning Modell, wie sie ihre Schüler unterstützen wollen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Was interessant war, dass sie halt jetzt angefangen haben, eine Study Hall einzurichten. Das heißt, Klassenräume kann man buchen sozusagen, wie über ein Raumbuchungssystem. Für Schüler, die lieber vor Ort arbeiten. Die sind bestückt dann mit Rechnern und Lehrpersonen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das heißt, Schüler, die in die Schule kommen wollen, können sich verteilt über dieses Schulgebäude in diesen Räumen dann aufhalten und dort für sich studieren sozusagen. Also das ist ein ganz nettes Konzept, finde ich, was auch eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Das könnte man sich ein Beispiel nehmen. Das heißt, wir befinden uns jetzt in so einer neuen Phase des flexiblen Lernens. Ich hatte das ja letztens schon mal in der letzten Anja Time über China, hatte ich ja mal zusammengefasst, wie die das da handhaben. Interessant dort war ja vor allen Dingen auf wie vielen verschiedenen Ebenen die diese Flexibilität sehen, nämlich wie gelernt wird, was gelernt wird, mit welchen Technologien, mit welchen Materialien und so weiter. Also eine Flexibilisierung auf sehr verschiedenen Ebenen, die man andenken kann. Und dann braucht es natürlich auf Schulebene nicht nur diese Tools irgendwie, um das zu realisieren, sondern die brauchen auch Zugang dann zu unterschiedlichen Lernressourcen, die dann sehr auf unterschiedlichen Ebenen bereitgestellt werden, entweder von den Lehrern, den Schulen, den Regionen, den Schulträgern, den Bundesländern oder dann gegebenenfalls sogar von der Bundesregierung, von Initiativen auf Bundesebene. Was man von China lernen kann, ist, dass man nicht nur von staatlicher Seite her Materialien bereitstellen und Ressourcen bereitstellen muss, sondern man kann auf das zugreifen, was es am Markt bereits gibt und was die Gesellschaft auch mit einbringt. Das heißt, eine sehr komplexere, systemischere Sicht darauf haben und nicht so diese Kämpfe, die wir im Moment ja auch überall auf allen Ebenen erleben, dass man Systeme im Wettbewerb irgendwie aufstellt, die dann aber bei weitem nicht den Funktionsumfang haben, den ausdifferenzierte Systeme haben. So, und dann brauchen sie Lernmethoden, dann brauchen sie Unterstützungsleistungen. Natürlich, gerade in so einem Technikbereich braucht es halt vielfältige Unterstützung. Auch das kann man sich ganz anders vorstellen, als dass es jede Schule für sich irgendwie aufsetzt. Und dann braucht es im Grunde auch eine neue Didaktik oder wie auch immer man das nennen will. So, und was wir von Kalifornien lernen können, auch das hatten wir mal mehrfach jetzt schon angeführt,
ist, dass die gleich auch systemisch herangegangen sind und ihren Schulen gesagt haben, überlegt gleich irgendwie, wie Distance Learning bei euch funktionieren kann und fangt nicht an mit diesem Kleinteil, das ist sowieso in 2 bis 3 Wochen vorbei, sondern macht euch grundlegende Gedanken. Und so haben die das auch aufgesetzt in manchen Schulen, dass sie so, was ich sehr schön finde, halt ihren Schülern wirklich so mögliche, idealtypische Tagespläne zur Verfügung gestellt haben, wie sie ihren Tag strukturieren können. Einfach als Empfehlung, wie sie im Grunde ein gesundes Leben führen können und gleichzeitig immer wieder sich mit inhaltlichen Themen beschäftigen können. Und das auf einer systemischen, regionalen Ebene organisiert, sodass man da auch die, die ein Essen benötigen, dass die halt auch wissen, wo sie jetzt mittags ihr Mittagessen bekommen. Das ist ganz interessant. Wir hatten selber auch, meine Kollegin hatte ihre 5 Beispiele, wie man Online-Lehre eigentlich heute praktizieren kann, hatte sie eingestellt. Das kann man in unserem Blog nachlesen. Es gibt sehr unterschiedliche Szenarien, wie man Online-Lehre praktizieren kann. Und keins ist besser als das andere. Alle haben ihre Berechtigung, aber man kann die sehr komplex anlegen und auch sehr viel effizienter im Interesse des Learning Outcomes für die Schüler und aber auch der effizienteren Gestaltung der Lehrenden. Also indem man kollaborativ arbeitet und nicht jeder Einzelne da mit seiner Wissensvermittlung beginnt, kann man im Grunde auch Synergien schaffen, die dann letztlich helfen, Zeitbudgets zu öffnen, die man dann für die Betreuung, für die soziale Beziehung, für den Aufbau von Unterstützungsleistungen nutzen kann. Und dann kann man sich daran orientieren, wie das andere machen. Auch China, auch da wiederum sehr straff durchorganisiert, hatte ich in dem Vortrag auch, haben auf regionaler Basis im Grunde eine Cloud School angelegt, die für alle Schulen in der Region zuständig ist. Und dann im Grunde die Technik sozusagen zur Verfügung gestellt über eine ganze Region hinweg und dann halt Unterstützungsdienstleistungen geliefert für die Lehrer, damit sie wissen, wie sie mit dieser Infrastruktur arbeiten können, also Fortbildungen auf wirklich massiver Basis, für die man dann natürlich auch Zeit zur Verfügung stellen muss. Und was ich sehr charmant finde, ist, dass sie auch angefangen haben, regelmäßig die Eltern zu beschulen, wie das geht, wie man, nun sind in China ist natürlich nochmal ein anderes Bildungssystem, man weiß, dass die Eltern extrem ehrgeizig sind, ihre Kinder da durchzupeitschen, aber so funktioniert das dann, wenn man es professionell angeht, also im Grunde richtige Lehrklassen für die Eltern, damit sie wissen, wie sie mit der Situation umgehen können. Und ich denke, das muss man hier auch andenken, gerade bei bildungsfernen Schichten müssen wir uns überlegen, wie man die auch mitnimmt und wie man denen auch Möglichkeiten zeigt, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Und man muss im Grunde, Schule hat dann in dem Moment nicht mehr nur die Funktion, die Schüler zu beschulen und vorzubereiten für ihr Leben, sondern auch die Eltern informell mitzunehmen und ihnen zu zeigen, wo sie Unterstützung können. Und wenn das halt nicht in deutscher Sprache man die Menschen nicht erreicht, dann muss man halt gegebenenfalls auch andere Sprachen einfach mal einsetzen. Das ist doch gar keine Raketenwissenschaft, das ist halt in der Natur der Sache, dass man da sich als Dienstleister empfindet und ja, im Grunde auch diesen Eltern im Grunde die Möglichkeit bietet, dass sie ihre Kinder so gut es irgendwie geht zu unterstützen. Und sei es nur, dass sie ihnen sagen, wo sie gegebenenfalls anderweitige Unterstützung finden. So, das heißt, wir müssen eigentlich auch eine Phase 4 jetzt andenken, die weit komplexer ist als das, was wir bislang gedacht haben. Und insofern würden wir unser Modell dann auch erweitern wollen, nämlich wenn wir darüber nachdenken, wie kann man das Distance Learning ein bisschen systemischer denken und dass es auch wegkommt, die Schule nur als Wissensvermittlungsort zu sehen. Wenn ich Schule sage, kann man auch alle Bildungseinrichtungen mitdenken, weil das trifft eigentlich auf alle zu. Wir haben ein zu reduziertes Bild von Bildung als Wissensvermittlung. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht im Grunde darum, junge Menschen auszubilden, dass sie, wenn sie dann ihren Abschluss haben, solange wir noch mit diesen Abschlüssen arbeiten, dass sie dann fähig sind, sich selbstbestimmt
und selbst organisiert weiterzubilden. Egal, ob sie nach der 9. Klasse, nach der 10. Klasse, nach der 12. oder der 13. entlassen werden aus dem Schulsystem, aus dem Formalen. Sie müssen fähig sein, sich von da an selbstständig weiter zu qualifizieren. Und das geschieht übers Netz und deshalb muss Schule sich anders aufstellen und halt wirklich als Teil eines Systems begreifen. So, und systemischer bedeutet dann auch, regionaler zu denken. Universitäten mit einzubeziehen, sofern sie in der Region sind, die haben eine bessere Infrastruktur als Schulen. Warum muss denn jede einzelne Silo-Institution ihre eigene Infrastruktur aufbauen? Im Grunde als Region denken, Infrastruktur bereitstellen für alle Bildungseinrichtungen, die in der Region vorhanden sind. Man kann die Bibliotheken, die wurden ja jetzt auch teilweise geöffnet, zumindest für die Fernleihe. Auch dort kann man Räume oder die Volkshochschulen oder die Makerspaces oder offene Werkstätten, was es alles gibt, die mit einbeziehen in ein regionales Konzept, die Räume haben, die auch Betreuungspersonen haben, die im Grunde als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Man kann die Studierenden mit einbeziehen, die zumindest mal die Lehramt studieren, aber auch andere, die in ihren Fächern aktiv sind und die ein Verständnis haben von den grundlegenden Inhalten. Die kann man, die suchen jetzt auch alle ja Studijobs, die sind ja auch größtenteils weggefallen. Also die mit einbeziehen, nicht nur ehrenamtlich, das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig, sondern man kann die durchaus ganz normal entlohnen. Und aber mit einbeziehen und dann können die ja vielleicht hier auch im Reverse Mentoring mit den Lehrenden, die zu Hause sind, mit den Lehrern, die zu der Risikogruppe zählen, also zu den Älteren, quasi meine Generation, dass die im Grunde Teams bilden und schauen, wie man diese Kompetenz, die jeweils beide haben, bündelt und dann im Interesse der Schüler, aber auch die Studierenden werden dadurch lernen und die Lehrenden werden auch lernen, die Lehrer, wie man das anders denken kann und insofern dann auch diese ganzen Räumlichkeiten neu bespielt. Das ist alles heute möglich. Auch von Kalifornien wissen wir, dass sie dort Schulbusse oder Busse zur Verfügung stellen mit einem sehr guten Internet in die Regionen stellen, wo es schlechtes Internet gibt, beziehungsweise nur per Telefon Menschen sich einwählen müssen, also sehr kostenintensiv. Man kann flexibel damit umgehen, man muss das halt natürlich wollen. Das erfordert ein anderes Verständnis auch von Bildung und es wird ein anderes Bildungssystem sein nach dieser Krise. Und wenn wir das über ein Jahr jetzt aufbauen und wir sollten das dann fundiert aufbauen und wenn dann, wann nicht jetzt, dann wird es ein anderes Bildungssystem sein. Wir mussten es eh umbauen, das stand eh an, angesichts der Entwicklung der digitalen Transformation und dann sollten wir jetzt die Chance begreifen. Es könnte nämlich sein, dass dieser Virus ja nie verschwindet und wir immer wieder in solche Situationen kommen, wo wir kreativ neu denken müssen und die Systeme einfach dann in den Remote-Zustand verlagern. Und das macht uns dann gar nichts mehr aus, weil wir die Infrastruktur haben. Vielleicht ist das neue Normal, dass wir in diesen flexiblen Phasen uns bewegen müssen, hin und her. Wir werden dadurch auch erkennen können, wann es tatsächlich unbedingt erforderlich ist, sich in Echtzeit, in Physis zu treffen. Und diese Qualitäten werden wir dann weiter ausbauen können. Insofern sehe ich das ganz positiv. Wir sind jetzt da in einer Lernphase, die ist nicht für alle angenehm, das ist mir völlig klar. Aber wir müssen schauen, wie wir das kreativ lösen. Und ich denke, wir werden Wege finden, weil wir kreativ sind. Und ich erwarte das eigentlich auch von allen Lehrenden da draußen, die immer wieder betonen, wie wichtig doch diese 4K sind, die man ja kaum mehr hören kann. Also Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Und selbst aber so wenig kreativ eigentlich mit diesen Situationen umgehen. Nicht alle. Wir wissen, also es gibt, wie gesagt, die Vorzeigeinstitutionen, die sehr kreativ und kollaborativ, eben weil sie kollaborativ sind, sind sie auch kreativer, damit umgehen. Aber es gibt halt auch andere, die sich einfach wehren und im Grunde nichts Neues da entwickeln wollen. Das geht nicht. Das wird nicht möglich sein. Und wir hatten schon vor Corona mal überlegt und aufgezeigt, dass es so unterschiedliche 4 Digitalisierungsphasen sind und dass wir in der Bildung wegkommen müssen, nur darüber nachzudenken, wie wir den einzelnen Menschen ein bisschen digital affin machen, sondern wir müssen komplexer denken, wir müssen Infrastrukturen systemischer denken, zusammendenken, unterschiedliche Orte als System begreifen und zwar innerhalb einer Region. Wir müssen in meinen Augen über Public-Private-Geschichten nachdenken, weil die
öffentliche Hand ist dafür viel zu langsam und auch viel zu träge, muss auch durch zu viele unterschiedliche Hierarchieebenen durch, als dass sie da adäquat reagieren kann. Wir brauchen die private Energie von Leuten, die da was sich einbringen wollen. Und das hat dann natürlich Einfluss auf unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche, die alle zusammenspielen. Und jetzt erst recht, also die Grafik ist nie aktueller gewesen als jetzt in dieser Corona-Zeit. Weil es hat natürlich auch Einfluss auf die Gesundheit und die gesamte Wirtschaft und die Klima und das Klima und die Politik und so weiter. Und ich denke, dass ein zentrales Merkmal unserer Zeit im Grunde die Lernregionen sein müssen. Und dann können wir eigentlich auch mit unserer kollektiven Intelligenz aller beteiligten Menschen was Neues schaffen, das auch einen höheren sozialen Wert hat als das, was wir vorher hatten. In diesem Sinne mache ich hier mal einen Punkt. Lang genug geworden. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin, bye bye.